Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um Stufenbohrer. Etwas, was viel zu viele Werkstätten nicht haben, aber brauchen. Denn glaub mir, jeder braucht einen Stufenbohrer. Du brauchst das nicht so häufig und ich zeige dir heute auch viele Anwendungen, wo du es gebrauchen kannst. Aber wenn du es brauchst, dann brauchst du es. Und jetzt die Frage, kannst du dir mit einem 10 € Stufenbohrer helfen? Soll das eher einer hier, den ich in der Hand habe, für 60 sein? Oder... Nee, das ist der für 60 oder einer wie der hier für 100, beziehungsweise das ganze Set, was wir hier haben. Das probieren wir aus, denn wir haben heute zum Beispiel folgendes Problem. Wir haben diesen Winkel, alles super, aber wir wollen es mit dieser Schraube festmachen und das passt nicht. Und das machen wir jetzt mal passend. Es geht hier heute also um Stufenbohrer. Aber was sind Stufenbohrer denn eigentlich? Im Grunde genau das, was der Name sagt. Wir haben hier einen konisch geformten Bohrer, der hier in dem Fall von 6 bis 30 mm Löcher bohren kann. Und das ist schon enorm. Und das Ganze kann ja nicht einfach so in so ein Stück Holz. Nee, nee, das kann da hier in massives Metall. Beziehungsweise wir schauen mal, ob er das kann. Aber es gibt Stufenbohrer, die das können. Ob die drei dazugehören, werden wir nachher sehen. Das Ganze ist jeweils im Set. Wir haben hier nochmal einen zweiten Bohrer von 4 bis 20 und nochmal einen von 5 bis 12. Je nachdem, welche Größe du haben willst, immer wird es mit dem hier auch ein bisschen unhandlich. Und so kannst du das Material Stufe für Stufe runtergehen und kannst genau die Größe bohren, die du brauchst. Und wir werden auf jeden Fall gleich auch mal anschauen, inwiefern ist das Ausrissverhalten? Ist es so, dass was wir oben oder unten einen relativ großen Span haben? Denn da unterscheiden die sich doch schon enorm bei der Qualität oder beim Verhalten am Ende des Tages. Aber was haben wir denn hier eigentlich? Wir haben hier drei Sets. Einerseits haben wir erstmal Bosch, das teuerste Set mit rund 100 bis 110 Euro, irgendwo dazwischen. Falls du dich für die interessierst, schau mal unten in die Videobeschreibung, da haben wir es hier wie immer natürlich verlinkt. Dann haben wir hier ein Set von Ruco. Ruco kennt man als wirklich hochpreisige und hochqualitative Marke, eben auch für genau so etwas. Da haben wir ein etwas günstigeres Set genommen, hier im Bereich 60, 65 Euro. Und dann haben wir natürlich wie immer auch unsere Low-Budget-Variante. Hier haben wir ein Set für um die 10 Euro und da haben wir auch etwas von 4 bis 32, genau, 4 bis 32, 20 und bis 12. Also haben wir exakt vergleichbare Sets und die probieren wir jetzt mal aus. Eine Sache ist mir eben beim in die Hand nehmen schon aufgefallen und das sollten wir kurz besprechen, bevor wir testen. Aus welchem Material ist das hier eigentlich? Bei allen drei Sets steht HSS, also wirklich hochfester Stahl. Okay. Aber warum ist denn das hier, sag mal, golden? Ganz einfach. Hier haben wir eine Titanbeschichtung drauf. Ob die wirklich was bringt oder nicht? Ich sag mal erstmal jetzt schon eigentlich nein. Denn warum? Wir haben vor einiger Zeit ja mal Bohrer getestet. Und da ist es so diese ganz, ganz billigen Billigbohrer. Ja, sie sind auch hier titanbeschichtet in der Regel und halten gar nichts. Die richtig guten Bohrer, die sehen halt so aus wie das hier. Und die halten halt sehr lang. Also, Und etwas, was auch sofort auffällt, wenn ich mir das hier nehme und gucke mir diese Schneide hier an, merke ich, ja, hat eine gewisse Schärfe. Das ist aber hier eine komplett andere Hausnummer. Also das hier ist deutlich schärfer. Auch hier bei dem hier ist es nochmal sogar noch schärfer, würde ich fast sagen. Also ich glaube, das wird nicht gut ausgehen für den hier. Aber wir testen es einfach mal und erstmal ein weiches Material. Fangen wir jetzt mal an mit so einem Kunststoffrohr. Machen da mal ein Loch rein. Das ist das weichste Material, was wir hier gefunden haben. Du schreibst bitte in die Kommentare, warum sollte man hier ein Loch reinmachen? Vielleicht für so eine Drainage oder sowas? Wer weiß. Aber wir schauen mal, wie gut das funktioniert. So. Also es hat funktioniert, aber ich weiß nicht. Das kann man nicht sagen, dass ich so lange brauche. Ist das normal? Wir probieren jetzt mal den nächsten. Wir gehen jetzt mal zu Ruco und schauen mal, wie es bei Ruco läuft. Kann nicht sein, dass das so lange dauert. War der etwa nicht richtig scharf? Mal schauen. Habt ihr Fragen?
Das war nicht gespielt. Nein. Also auch für euch, das war nicht gespielt. Ich weiß nicht, wir lachen hier gerade alle, aber was ist denn das? Also, Freunde, ich glaube, das wird bei Metall richtig spaßig. Und jetzt der Bosch. Übrigens immer dieselbe Geschwindigkeit. Huh, der ging noch mal aggressiver rein. Also, da musst du wirklich bei dem Material schon aufpassen, dass du es schön geschmeidig machst. Jetzt lass uns mal anschauen, wie sieht das Ganze aus. Das ist interessant. Wir sehen bei Ruco und bei Bosch haben wir eine sehr schöne Schnittkante hier. Das ist wunderbar. Und auch auf der Unterseite bei dem günstigen hier, beim 10-Euro-Set, da haben wir auch eine gute Oberseite, aber unten, ich weiß nicht, ob die Kamera das gleich drauf kriegt, ich hoffe, da unten ist das so ein bisschen ausgeschmolzen und ausgerissen. Also schön ist das nicht. Wo wir gerade bei Kunststoff waren, machen wir da doch einfach mal weiter. Ich habe hier sogenanntes Plexiglas, um genau zu sein, Polycarbonat. Das benutzt man ja sehr gerne, um mal so ein bisschen damit zu basteln, irgendwo das für irgendwas zu benutzen. Ich benutze es bei mir zu Hause doch öfter mal, um irgendwelche Verkleidungen zu machen. Wir machen das hier mal ab, damit ihr es besser sehen könnt. Und was wir übrigens eben schon gesehen haben, dadurch, dass wir bei dem hier keinen richtigen Fortschritt hatten, hat das angefangen zu schmelzen. Und das ist bei solchem Material unter Umständen auch ein Problem. Übrigens, es gibt bei dem hier zwei verschiedene Güteklassen, Acrylglas und Polycarbonat. Wenn du den Unterschied wissen möchtest, im Baumarkt bekommst du meistens das Falsche. Das Video dazu verlinke ich dir mal hier oben. Habe ich vor Helden der Werkstatt schon vor 100 Jahren mal gedreht und macht echt Sinn, dass du verstehst, was es ist. Mal schauen, wie er sich jetzt schlägt. Also ich weiß nicht, was hier los ist, aber ihr habt gemerkt, viel zu lange ist schon geschmolzen, weil Hitze mag das Material nur wirklich nicht. Wir machen jetzt mal Folgendes. Ich nehme mal die ganz kleine Spitze, vielleicht ist die noch scharf, weil die andere ist vielleicht vom KG-Rohr schon stumpf geworden. Wow, wow, also es ist perfekt, aber wirklich perfekt. Also ich nehme jetzt gleich den Bosch, aber hier kribbelt das wirklich in meinem Rücken, weil man sieht genau hier den Unterschied zwischen gutem Werkzeug und Schrott, muss man wirklich so sagen, und zwar aus folgendem Grund. Sehr häufig ist es so, dass man sagt, naja, ich möchte dieses Mal ja nur mal einmal so ein Loch machen. Und dann nimmst du, ich nehme jetzt, ach, der Zehner, für einen Zehner muss das jetzt reichen und ach, für 60 Euro, ich weiß nicht. Ja? Und ich kann es auch verstehen. Und auch ich versuche natürlich maximal Geld zu sparen. Aber damit hast du keinen Spaß. Das ist Schrott. Du siehst genau hier den Unterschied zwischen was Gutem und etwas, was man irgendwie so zusammengedengelt hat. Und ich kenne das ja, ich habe das genauso gemacht, also nicht genau ist das hier, aber ähnliches Werkzeug genommen und einfach keine befriedigenden Ergebnisse. Und das hier, wenn du das siehst, es fühlt sich schon genial an. Und gerade bei solchem Material kannst du ja auch nicht groß nacharbeiten, da muss es beim ersten Mal perfekt sein. Jetzt schauen wir mal, ob es bei Bosch auch perfekt ist. Der war zu aggressiv. Bei dem Bosch ist es so, sehr gutes Ergebnis, wunderschön rein, aber hier war es eher so, der zieht eher so, der versucht eher so ein bisschen tiefer. Und hier bei dem Material ist es so, das mag das eigentlich nicht, der möchte eigentlich das nicht haben. Und hier bei Ruco haben wir ein deutlich besseres Ergebnis als bei Bosch. Der von Bosch ist super reingekommen, aber die Kante ist nicht perfekt. Ich möchte jetzt nochmal den Ruco ein zweites Mal ausprobieren, ob der immer dieses Ergebnis macht. Ich habe jetzt bei dem Bosch beim zweiten Mal bohren auch bewusst die Geschwindigkeit ein bisschen rausgenommen. Übrigens für euch, den normalen Test, alles was wir bis jetzt gemacht haben, KG und hier, war immer erster Gang, volle Geschwindigkeit. Das sind, glaube ich, 500 Umdrehungen, 430 Umdrehungen. Übrigens der neue Fein, Viergang, Megateil, womit du natürlich perfekt gerade im Bereich Metall arbeiten kannst. Und achtet übrigens auf die Geschwindigkeit, wenn ihr bohrt, gerade im Bereich Metall. Aber jetzt wollen wir mal Ruco noch mal gucken, ob der wieder so bohrt wie eben. Ja, tut er. Der ist besser dosierbar. Bei dem Ruco wieder ein perfektes Ergebnis.
Ja, der ist einfach, der von Bosch ist aggressiver, der möchte eher ins Material rein. Das will ich schon, da muss ich schon aufpassen, dass er nicht noch eine Stufe mehr nimmt. Also ist hier bei sehr weichem Material, aber hier bei Plexiglas oder bei Polycarbonat hat der Ruco wirklich die Nase vorn. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Also Holz schön und gut, ja, aber das ist ja Ausriss sein Vater. Ich habe übrigens eben gesehen, ich habe ein bisschen gedrückt, um irgendwie überhaupt mal reinzukommen. Hat aber auch nichts gebracht. Also ich würde einfach mal sagen, das Ding ist stumpf. Das macht irgendwie gar keinen Sinn und ich freue mich nachher aufs Metall. Mal gucken, wie es bei Ruco aussieht. Hier sehen wir einen Ausriss, einen kleinen Ausriss. Schaut mal hier. Das ist das eine Faser, also quasi ein bisschen ist hier weggegangen. Ansonsten haben wir hier ein also wirklich ausrissfreies Ergebnis. Und schaut mal, das ist der Unterschied. Von 10 Euro zu 60 Euro. Wahnsinn. Und wenn du jetzt hier Folgendes machst, du spannst dir hier ein Knochenholz drunter, wird das hier auf jeden Fall auch verschwinden. Bei dem hier weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber mal gucken, wie es bei Bosch aussieht. Ich wollte es wissen. Nochmal ein zweiter Versuch mit Ruco und jetzt seht ihr hier gar keinen Ausriss. Also hier war es quasi ein bisschen Pech. Also wer hier vom Pech redet, der hat das System glaube ich nicht verstanden. Jetzt aber zu Bosch. Alter Falter. Schauen wir uns das mal von unten an. Das hier ist jetzt hier 10 Euro, hier bei den Ruco und hier Bosch. Bei Bosch ist es so, dass wir hier ein kleines bisschen mehr Ausriss haben. Bei beiden, hier sehen wir da ein bisschen, aber auch auf der Oberseite sehen wir deutlich mehr. Ich sage euch aber auch, woran das liegt. Die sind nicht, dass es nicht scharf ist oder dass irgendwie die schlecht sind, sondern die schneiden aggressiver. Man merkt das wirklich, dass sie deutlich aggressiver schneiden. Und ja, ich weiß, Stufenbohrer sind eigentlich zentral für Metall gemacht. Das werden wir auch gleich sehen und da werden wahrscheinlich keine Ausrisse sein. Aber ihr seht hier, das ist der Unterschied. Und das ist auch ein Unterschied in der Charakteristik, gerade zwischen diesen beiden Systemen. Hier weniger aggressiv, geht aber auch schnell rein. Hier deutlich aggressiver. Naja, jetzt gucken wir uns mal Folgendes an. Wir nehmen jetzt ein dünnes Metallblech. Wie funktioniert das da? Okay, das wird spannend. Hab keinen Bock mehr. Was soll denn das? Ich bin jetzt damit eine Stunde. Also da jetzt, wir haben hier 3 mm Blech. Ja, okay, ist schon ein bisschen stabiler, aber oh, ich bin jetzt gerade mal angekommen bei... Oh, jetzt sieht man es, kann es nicht mehr lesen hier. Ich glaube, bei 8 mm bin ich jetzt. Eine Chance noch, ganz kurz, aber dann ist vorbei hier. Nö.
Oberseite nehmen die sich eigentlich alle nichts. Hier ist es bei Ruku ein bisschen erhabener als bei den anderen. Nee, eigentlich nicht. Das passt schon bei allen. Eieiei. So, jetzt schauen wir mal. Unterseite haben wir jetzt hier. Das hier ist jetzt das 10 Euro. Ja, da ist schon eine ganze Menge dran. Hier haben wir jetzt Ruku. Da ist auch ordentlich Ausriss dran. Und bei Bosch ist es noch mit am wenigsten. Also von den Ausrissen auf der Unterseite. Wenn ihr mich jetzt fragt, welches ging richtig gut rein? Ruku und Bosch etwa gleich. Man hat bei Bosch aber gemerkt, die ist ein bisschen griffiger. Und bei Bosch war es ja sogar eigentlich schwieriger reinzukommen, weil wir haben eine 6 mm Spitze gegenüber einer 4 mm Spitze bei Ruku. Ich will mal eine Sache kurz ausprobieren, wenn ich jetzt das hier gegenkonter, wie das aussieht. Jo, das wird schon schön. Ja, also von der anderen Seite noch mal ein bisschen gegen, da haben wir ein schönes Loch. Wir haben jetzt hier eine 6,3 mm Stahlplatte, werden hier auch ein bisschen Bohröl auftragen, werden aber im ersten Gang bleiben und werden mal schauen, was wir hier machen. Und ganz ehrlich, ich habe null Bock auf das Ding jetzt hier und ich muss auch mal schauen, ob ich Durchhaltevermögen habe, um so lange zu warten, bis er irgendwann mal durch ist. Aber wir werden es sehen. Mal gucken. Und dann kommen wir endlich zu Bosch und Ruku. Bin ich sehr gespannt. Also das macht keinen Sinn. Da kommt mir ja überhaupt nicht rein. Ich habe jetzt aus dem Set mal den genommen, den wir noch gar nicht genutzt haben. Ganz neu, nie genau neu, der mittlere. Wenn das hier auch nichts wird, dann brechen wir hier ab. Also, wir haben jetzt den neuen genommen. Am Anfang hat er noch ein bisschen Material abgenommen, aber das war's. Also der kommt hier durch, ist ja mal gar nicht. Keine Chance. Der kommt, ich kann jetzt noch eine Stunde oder eine Woche weiter bohren, aber die Spitze ist stumpf. Das heißt, ich könnte jetzt natürlich Folgendes machen, mit einem Bohrer hier rein und dann gucken, dass ich den Rest hier benutze, aber das ist einfach mal Quatsch. Das funktioniert gar nicht. Ich mache jetzt noch mal eine Sache. Ich gucke mal, ob ich das Loch hier ein bisschen erweitere, ob ich da hinkomme, was da passiert. Aber ich sage euch, schön wird das auch nicht. Das ist keine Schnittwirkung, kein gar nichts. Also er zerspannt ein bisschen was, aber in dem Moment, wenn die ersten Späne ab sind, merkt man jetzt schon wieder, stumpf. Das ist ein Loch. Hier nochmal unser Anwendungsbeispiel, dass es eben dann doch passt, wenn du den passenden Bohrer dazu hast oder den passenden Stufenbohrer dazu hast. Und wie ist denn jetzt aber das Ergebnis? Lass uns das mal anschauen. Erstmal, es ist völlig klar, dass das hier keinen Sinn hat. Ich sage dazu immer, das ist Umweltverschmutzung, weil am Ende benutzt du es einmal, schmeißt das weg. Und wenn du es fünfmal benutzt hast, dann hättest du auch entsprechend dann schon Ruku kaufen können. Bei dem Set ist es so, dass das Ergebnis richtig gut war. Gerade in den weicheren Materialien hat sich das noch besser angefühlt und war nicht so aggressiv und hat auch ein schöneres, so ein bisschen schöneren Rand hinterlassen. Was ich übrigens hier an dem gut finde, ist, dass wir hier noch so eine Abkantung quasi haben, also eine Abrundung, dass wenn wir einmal durch sind, wir auch schön wieder durchs Material nach oben können, ohne das so hin und her zu tüdeln, um rauszukommen. Ansonsten muss ich sagen, Ruku hat da einen echt guten Dienst gemacht, hat funktioniert. Kommen wir jetzt mal zu Bosch. Bei dem Bosch haben wir eine andere Charakteristik. Hier ist es so, dass wir, wie kann man das am besten sagen, dass es wirklich aggressiver ist, ja? Dass es aggressiver ist, um durchs Material durchzukommen und der will mehr. Man merkt auch, man merkt einfach, der möchte seine Löcher machen, bam, 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 und dann ist gut. Das Ergebnis war in Summe überall
gut bis sehr gut. Und wir haben ja bei beiden jetzt hier gerade beim Metall unten noch ganz leichte Ausrisse gehabt. Aber wie gesagt, da können wir von der anderen Seite nochmal kontern und dann wäre es entsprechend weg. Jetzt muss man aber sagen, nochmal hier, das ist der günstige und die anderen beiden sind überhaupt durchgekommen. War echt erstaunlich. Und ich finde es immer wieder Wahnsinn, dass wir hier so ein Teil haben, was einfach durch Stahl so eine großen Löcher reintun kann. Hier in dem Fall bis 30 mm, zumindest in dem hier. Eine wichtige Sache nochmal, was mir aufgefallen ist an den beiden Bohrern. Bei Bosch finde ich eine Sache deutlich besser, und zwar die Beschriftung. Hier ist es so schön reingelasert. Bei Ruco ist es sehr viel kleiner und hier verwischt er schon so ein bisschen durch das Bohröl. Hier ist es super lesbar. Das mag ich ein bisschen mehr. Zweite Sache, achtet bitte auf eure Arbeitssicherheit. Ja? Achtet bitte darauf, dass ihr mit Zusatzhandgriff arbeitet, dass das Gerät nicht umschlägt. Achtet darauf, dass ihr das Metall oder das Material ordentlich festspannt, damit das hier nicht rumwirbelt. Ja? Auch wenn ihr zum Beispiel so etwas bohrt, macht das niemals als Freihand. Ihr schreibt mal bitte in die Kommentare, was wäre euer Lieblingsset, beziehungsweise was sind eure Erfahrungen, und so lange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.